Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Inside. Kurz bevor wir hier weiterlaufen, muss ich auf die Kommentare der letzten Folge eingehen über die Stirncam. Da gab es ja echt sehr, sehr, sehr gemixte Antworten, ob sie bleiben soll, ob sie nicht bleiben soll. Manche haben sie mega gefeiert, manche sagen, ja, ist gut, kann aber, muss nicht unbedingt bleiben. Manche fanden sie doof. Und jetzt am Ende muss ich die Entscheidung treffen. Das habt ihr jetzt davon. Toll, ich muss Entscheidung treffen. Kacke, das könnt ihr doch nicht machen. Scheiße. Ja, ich habe mich aber dafür entschieden, die Stirncam auszulassen tatsächlich. Ich finde, so als Gag ist sie ganz nett. Wird bestimmt auch mal wiederkommen, aber muss jetzt nicht das ganze Let's Play da sein. Ich hoffe, damit können alle Stirncam-Fanatiker leben. Vielleicht wird sie in diesem Projekt auch nochmal wiederkommen, wer weiß das schon. Aber erstmal würde ich sagen, wir genießen das Spiel erstmal, ohne die Glatze da oben rechts die ganze Zeit zu begutachten. Okay. Gut, dann machen wir erstmal weiter. Ich hoffe echt, dass alle damit hier zufrieden sind, weil die Kommentare waren so gemixt darüber. Das ist unfassbar. Aber erstmal danke an alle, die da überhaupt was in die Kommentare geschrieben haben. Das Projekt kommt ja mega gut an. Hätte ich nicht gedacht. Willkommen an alle. Hi. und jetzt, das sieht aus, als würde es da rund. Kann ich sehen, wo ich hin? Ich würde gerne, oh, okay, es geht runter, aber nicht so weit. Und wir sind immer noch auf irgendeiner alten Farm, Schrägstrich Industrie, mit irgendwelchen Schweinen und, ich blick da immer noch nicht so ganz durch. Ich meine, ich habe schon meine Verschwörungstheorien hier, hier eigentlich schon im Kopf zusammengesponnen. Da bewegt sich da was im Wasser? Nur die Reflexion, oder? Da sind keine Würmer im Wasser, ne? Ich kann es gar nicht so ganz erkennen. Die sehen nicht so aus. Also ich habe schon meine Verschwörungstheorien... What the hell? Warum stehen da Leute? Aber ich würde da erst gern auf ein paar Fakten warten. Obwohl, ein guter Verschwörungstheoretiker lässt sich ja von Fakten nicht ablenken. Aber trotzdem würde ich gerne irgendwie erst wissen, was hier abgeht, bevor ich meine Theorien raushaue. Also, um mal auf eine Theorie schon mal ein bisschen einzugehen, wenigstens, irgendwelche Experimente an Menschen werden hier durchgeführt. So, das ist, also ich glaube, das ist jedem irgendwie klar, oder das ist so der erste Gedanke, wenn man das hier sieht. Und die da hinten scheint sich auch nicht zu bewegen. Ich kann machen, was ich will, das juckt überhaupt gar nicht. Okay, da oben ist eine Kette, hier vorne ist ein Wagen, das ist ja jetzt nicht ganz so schwer, dann ziehen wir den Wagen einfach da vorne hin und dann geht die Kette hoch. Okay, das ist ja gar nicht so schwierig. Okay, und dann, ich dachte, ich könnte den Wagen jetzt einfach nach vorne schieben, aber nee, der Wagen ist mit der Kette hier verbunden. Das ist ja fies. Das ist ja richtig fies. Ist da oben Knopf? Jim Knopf. Okay, warte, wir schieben den Wagen nochmal ein bisschen wieder zurück. Kann ich den ganz da dran schieben? Komme ich dann an die Kette dran? Ja, da komme ich an die Kette dran. Aber dann kann ich da wahrscheinlich auch hochknittern. Okay, nee, es ist anscheinend kein Knopf, den ich drücken kann. Okay, ich schaue mal, ob ich da jetzt hochkomme. Dann wäre das Rätsel ja einfacher als gedacht. Ja, doch. Also nach oben. Okay, gut. Das scheint zu funktionieren. Höppa. Wunderbar. Ich finde, der Typ hier, der steuert sich auch einfach unfassbar sahnig gut. Ein Stuhl. Kann ich damit... Nee, damit kann ich nichts machen. Aha, kann ich das Fenster aufmachen? Jawohl. Und möchte ich da echt einfach raus? Ja, möchte ich. Okay. Oh, Hallöchen. Na. Oh. Oh. Und tschüss. Ja, so reagieren Tiere meistens auf mich. Schade drum. Okay, was ist da oben? Das ist irgend so ein... Ist da ein Tresor an einem Seil? Okay, erstmal einfach so weit laufen, wie man kommt. So weit laufen, wie man kommt, bevor man hier irgendwie schon versucht, ihr Rätsel zu lösen. Erstmal einfach laufen. Das Spiel scheint ja ordentlich darauf hinzudeuten, wo es hingehen muss. Und zwar nach rechts. Ich muss es eigentlich einmal tun, oder? Also ich meine, Grüße gehen raus an den, der den Death Counter von Limbo gemacht hat. Hier fährt er auch in die Höhe schnellen. Für die Wissenschaft. Das war jetzt wichtig für mich zu testen, ob ich da vorne rechts weiterkomme, bevor ich irgendetwas anderes tue. Gut, dann können wir jetzt auch beruhigt etwas anderes tun und zum Beispiel mal nach links gehen. Da sehe ich schon ein leuchtendes Lichtchen. Gut, alles klar, das scheint auch zu funktionieren. Ich wollte nur mal testen, ne? Nur mal testen, ob das denn hier auch geht. Ja. Gut, ich überlege, ich muss es wahrscheinlich in eine Schwingung versetzen. Kann ich aber nicht. Verdammte Kacke. Kann ich das irgendwie so hoch machen?
Warte, ich müsste es dann ja so ungefähr halten. Komme ich denn dann da noch dran? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, da komme ich dann nicht mehr dran. Okay. Aber wenn ich es weiter runter mache, dann bringt es mir ja auch nichts, oder? Kann ja auch nicht weiterlaufen. Nee, da oben komme ich nicht dran. Never ever. So ein Stückchen höher, dann komme ich da aber auch nicht mal dran. Nee, es war schon echt das höchste der Gefühle da jetzt. Es ist ein Puzzlespiel, ja? Es soll halt nicht so unfassbar schwer sein wie Limbo. Also so schwer war Limbo jetzt auch nicht, aber da stackt man schon ein, zwei Mal fest. Aber es ist nichtsdestotrotz ein Puzzlespiel. Das müssen wir uns klar machen. Okay, ich brauche hier irgendeine Kiste oder sowas, um an dieses Band da dran zu kommen. Habe ich hier irgendwas, was ich hier hinziehen kann? Nein. Nein, ich komme hier auch nur weiter hoch. Sonst ist hier auch nichts. Nee. Oh. Okay, gut. Ja, ich habe es gefunden. Nevermind. Alles gut. Ich kann es tatsächlich hoch machen. Ich glaube... Nein. Warte, ich muss erst runter machen. So, und dann muss ich den nach vorne. Dann kann ich von da rechts auf drauf springen. So, okay. So wird ein Schuh draus. Okay. Ich frage mich ja, woher der Spruch so rum wird ein Schuh draus... wo der herkommt. Haben das Schuster damals benutzt irgendwie? Hier Ende Mittelalter oder sowas? Das würde mich mal interessieren. Falls das jemand weiß, woher der Spruch so rum wird ein Schuh rauskommt. Ah. Kann ich den öffnen? Nein, ich kann aber schieben. Okay, wir müssen logisch an die Sache dran gehen. Was passiert, wenn ich den jetzt runterschiebe? Möglichkeit A... Der Boden stürzt ein. Möglichkeit B. Der Boden stürzt auf jeden Fall ein. Der ist ja am Seil an diesem Ding hier fest, ne? Okay, dann heißt, wir müssen ihn schieben und dann ganz schnell rennen. Ja, da bin ich auch. Oh, yes. Hell yeah. Okay, der ist jetzt aber ganz schön weit runtergefallen. Gut, dann gehen wir mal nach unten. Opa, an die Leiter und einmal wieder abspringen. Dann beschleunigen wir den Bums immer etwas. Kommen wir jetzt hier rein? Eigentlich wollte ich ja da oben irgendwie ans Seil dran, aber da komme ich ja jetzt irgendwie nicht hin. Ja gut, dann gehen wir nach unten. Tschüss. Huch. Ein Licht. Ein Licht. Was macht das Licht? Es leuchtet. Wo zur Hölle bin ich hier gelandet? Was ist... Hör auf, irgendwelche... 1 von 14. Irgendwelche Alien-Sachen anzufassen. Was ist denn das für ein seltsamer Instinkt? Es leuchtet, ich kenne das Objekt nicht. Ich ziehe da erstmal dran. Okay, gut, wir haben anscheinend irgendein Secret gefunden. Schön, es gibt hier auch Secrets wie in Limbo. Ich bin mir nicht sicher, ob wir viel davon sehen werden. Ach, guck mal, das ist wieder so ein Gedankenkontroll-Dings. Komme ich da dran? Ja, komme ich tatsächlich, und zwar von hier. Und ich bitte auf die Bühne, Bernd, Herbert, Klaus, da ist er. Und jetzt, er macht Stand-Up-Comedy. Los, Herbert, reiß das Publikum an dich. Unfassbar. Einen großen Applaus für Herbert. Dankeschön, mein Lieber. So, nee, Witz beiseite, wortwörtlich Witz, haha. Witz beiseite, Herbert, geh mal weg. du kommst da, okay. Wir müssen mal Hebel ziehen. Was macht der Hebel? Es sieht ein bisschen aus wie so eine Opfergabe gerade, wenn ich ehrlich bin. Okay, Hebel ist auf. Tor ist auf. Huch! Liebe. Harry. Liebe. Okay, jetzt hab ich zwei. Das ist ja... Oh, die müssen... Ah, ich sehe jetzt die Lampe da vorne. Ah, alles klärchen. Die müssen hier auf die beiden Platten gehen. Ah, guck mal, die beiden Platten müssen aktiviert sein. Okay, verstehe. Das ist interessant. Warte, haben die jetzt hier den gleichen Abstand? Nee, ne? Warte mal, was ist, wenn ich jetzt das Tor zumache? Geh mal weg. So, dann laufen die ja nur dagegen. Da kann ich doch bestimmt so irgendwie manövrieren, dass die beide echt den gleichen Abstand haben, oder? So, pass auf. Ja, genau. Er ist jetzt dagegen, dann haben wir jetzt beide den gleichen Abstand. Und dann sind die beide gleichzeitig drauf.
So, tschüss Herbert 1 und 2, ne? War schön. Karten für die nächste Show sind auf jeden Fall vorbestellt. Let's go. Was haben wir hier? Ein Bahnübergang. Schöne Sache, das. Hier ist absolut nichts. Das hat so ein bisschen so eine beklemmt ruhige Atmosphäre. Ich kann es gar nicht ganz beschreiben. Ich bin auf jeden Fall mega drin versunken. Ich weiß ja gar nicht, was ich die letzten 10 Minuten hier gelabert habe, um ehrlich zu sein. Was habe ich gesagt? Ich bin so versunken in das Spiel, ich merke gar nicht, was ich rede. Ich hoffe, das hat irgendwie einen Unterhaltungsfaktor. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ah, ein großes C. Okay, und ein R. Okay, R und ein C. Was könnte in der Mitte sein? Ein Rock. Rock ohne K. Kommen wir da oben dran? Nein. Dann fallen wir einfach. Oh, ein Secret. Schön. Kann ich da noch was machen? Nee. Nee, sieht nicht so aus. Gut, da komme ich schon mal nicht weiter. Kann ich hier langsamer rutschen? Nein. Kann ich mich irgendwie da festhalten? Nein. Okay. Kann ich hier irgendwas mitnehmen? Kann ich hier irgendwas ziehen? Irgendwas haben? Irgendwas greifen? Nee, ich muss tatsächlich echt irgendwie... Ich kann wahrscheinlich da rechts dran springen, oder? An das Rohr da? Wuppa! Kann man sich da festhalten? Ja, boah! Oh. Da hinten laufen wieder die zombieartigen Leute. Okay, ich habe aber das Secret da unten gesehen. Und wenn ich sehe, dann kann ich es natürlich auch mitnehmen. So. Und da ist anscheinend auch irgendein Aufseher, ne? Die werden also echt überwacht oder gemacht. Was hat sie wahrscheinlich... Das hat wahrscheinlich irgendwas mit diesem Würmern zu tun. Sagte ich. Haha. Kümmere dich nicht um das drehende Aufnahmegerät. Das ist ja gar kein Problem. Das hat wahrscheinlich irgendwas mit diesen Würmern zu tun. Irgendwas mit diesen Würmern. Die haben wahrscheinlich irgendeine Substanz aus diesen Würmern gemacht, um die Leute gefügig zu machen. Aber die Schweine wurden ja nur maximal aggressiv dadurch. Aber das hat bestimmt irgendwas damit zu tun. Es muss was damit zu tun haben. Gut. Ich weiß ja gar nicht, wie wir hier reingekommen sind. Das ist ja wie ein Limbo. Wir wurden einfach irgendwie ausgesetzt und dann waren wir da. Bin ja gespannt. Ich meine, die Leute in Limbo waren uns jetzt auch nicht so freundlich gegenüber gesinnt, aber die haben uns schon direkt umgebracht, wenn sie uns gesehen haben. Oh. Oh. Aber die Leute sind halt schon ordentlich aggressiver, aber es sind auch aggressive Menschen. Erwachsene, nicht aggressive. Erwachsene Menschen. Komme ich da dran? Nein, schade. Sind doch erwachsene Menschen, die haben noch etwas mehr auf dem Kasten als die Kinder mit ihren Pfeil und Bogen da und Steinen. Die kommen ja echt mit Waffen angelaufen. Was eine merkwürdige Parade. Hier am Rohr komme ich runter. Was machen die da? Das ist ja echt hier... Was zur Hölle? Kann ich mich anpassen? Bop. Ja, ganz so laufen kann ich nicht. Okay, gut. Also anpassen ist eher schwierig. Die scheint das auch nicht zu jucken, ne? Nee, die haben echt... Ich habe die ganze Zeit Angst, dass hier so ein Aufseher kommt. Nee, die juckt das nicht. Crazy. Oh, jetzt bin ich Mr. Bean. Wer die Szene kennt, Grüße gehen raus. Also es ist eigentlich das Intro. Oh, ein Rädchen. Hi, weißt du zufällig, was hier abgeht? Ich würde hier hoch. Will ich nach oben oder nach rechts? Okay, da scheint es weiter zu gehen. Da oben, das heißt, ich will erstmal nach rechts gehen. Was ist hier? Ah, schön. Gut. Ich will euch natürlich Qualitäts-Let's Play zeigen. Da muss diese Wand dabei sein. Ne, ist ja ganz klar. Ich glaube, das ist echt jedem klar, dass die Wand muss einfach dabei sein. Kann ich die Leiter auch irgendwie nach rechts schieben? Ah, alles klar. Okay, gut. Das Rätsel hätten wir auch gelöst. Dann würde ich da auch gerne hochgehen. Ja, danke schön. Ist ein bisschen merkwürdig, dass man manchmal auch neben den Objekten ist, mit denen man interagieren kann. Da würde ich gerne reingehen. Mensch, Junge, das ist halt auch einfach eine Krabbe, ne? Der kann nur rechts und links. Der kann nicht in andere Richtung. Es ist eine Krabbe, deswegen ist er auch rot. Problem gelöst. Easy, da liegt jemand. Hallo. Okay, ich hab den Hebel da gesehen, aber ich öffne den jetzt. Ich benutze den jetzt einfach mal nicht, weil ich nicht weiß, was das ist. Warum liegen hier überall Leute rum? Und hier ist so ein Faden. Die ist mit irgendwas verbunden. Die Dame oder der Herr, der hier liegt. Okay. Ich wollte gerade sagen, dafür bist du wahrscheinlich zu schwach, aber nö.
Ah, okay. Ich denke mal, das macht Strom an. Gut, dann gehen wir mal dahin und machen den Strom an. Und ich habe so ein Gefühl, dass hier alle Leute aufstehen werden. Und ich weiß nicht, ob die mich dann jagen werden. Die scheinen recht passiv zu sein. Aber was sind das für Riesenanlagen da hinten? Es sind Lichter. Mal wie die da zucken. Oh! Ach du Kacke. Wie die Leute da zucken. Die wurden irgendwie unter Strom gesetzt. Appa. Guck mal, wie die da zucken. Boah, was geht hier ab? Das ist ja komplett crazy. Boah, der hell. Crazy. Ich bin... Also in meinem Kopf spinnen sich hier die Theorien zusammen. Boah, ich bin... Fahrstuhlmusik. Fahrstuhlmusik. Keine Fahrstuhlmusik mehr. Oh, hallo. Ja, so ungefähr sah das in Holland aus. Okay, und was hast du da gegessen? Das sieht nicht sonderlich stabil aus. Oh, der hat aber hier die Haltung von den Leuten gerade inne. Ich glaube, ich könnte mich doch da einreihen und einfach mal mitlaufen, oder? Das wäre doch mal eine schöne Idee. Ich bin ja ganz froh, dass die da hinten sind und wir hier vorne. Weil da sind ja Leute, die das irgendwie beobachten. Das sind ja Leute, die das irgendwie... Ah, nein, halt dich fest, Kollege, halt dich fest. Halt dich, komm! Ja, das wäre ja total super, wenn wir da mitlaufen würden. What? Ups. Das wäre ja toll, wenn wir da mitlaufen würden. Das wäre ja ein Traum. Ich schwör's, ich kenne das Spiel nicht. Jetzt laufen wir da echt dafür mit. Ich kenne das Spiel eigentlich nur mit Musik. So Start- und Stopp-Tanz. Können wir das mit Musik machen? Da war ich immer ganz gut drin. Das finde ich einfacher mit Musik, Leute. Sorry, ich bin schon wieder zu weit gelaufen. Oh je. Der marschiert aber auch, der Typ, ne? Ich laufe schon wieder zu weit. Kann ich ein bisschen zurück? Nein. Oh, da kommt hier sogar Blut raus. Also, okay, obvious, aber ich wusste nicht, dass Krabben so bluten können. Oh, ups. Wird ein bisschen marschieren, ein bisschen marschieren und stehen bleiben. Gut, die bleiben immer im gleichen Abstand stehen. Dann kann ich mir das ja einfach merken, wann die stehen bleiben. Ungefähr bei der Tür muss ich gleich wieder stehen bleiben, Anfang der Tür und dann zack. Gut, machen tue ich trotzdem nicht, ich laufe trotzdem noch einen Schritt weiter. Aber, hä? Was geht hier ab? Ich glaube, du musst deinen Kopf auch irgendwie anders halten, Kollege, und ein bisschen mehr rumspacken. Du läufst ein bisschen, du marschierst etwas zu mehr. Also, die sehen nicht aus wie Soldaten. Da sind Leute und gucken zu. Oh, ups, ich bin aus denen umgedreht. Ups, jetzt wissen wir auch, was das für aussortierte Leute da vorne waren. Die waren einfach... Die waren einfach so wie wir. Die waren noch nicht so 100%. Die sind ein bisschen aus der Reihe getanzt. Ach, hier. Und da vorne stehen Leute, das... Also, ich meine, eigentlich sind wir jetzt schon bei 19 Minuten. Es reicht, aber da sind Leute, die zugucken. Das muss ich eigentlich jetzt noch einmal sehen, was die da machen. Nur um es einmal gesehen zu haben. Das interessiert mich jetzt, weil ich kann die nächste Folge auch erst morgen aufnehmen. Ich habe jetzt gerade nur Zeit für eine Folge und ich muss es jetzt wissen. Sonst ist man ja hier hinter der Kamera immer ganz gut dabei, wenn man sagt, ja, ich lasse euch jetzt hier beim Cliffhanger stehen, aber morgen geht es ja weiter. Man selber denkt sich, ich spiele jetzt schon weiter. Aber jetzt kann ich nicht selber weiterspielen, jetzt muss ich auch weiterspielen. Nein, ich habe aus Versehen... Warum bin ich so blöd? Och Mann, Leute, ehrlich, es tut mir leid, was ihr hier ertragen müsst. Oh je. Ah, guck mal, hier hat's gespeichert. Ha, Dankeschön. Das ist ja sehr noob-freundlich. Für mich ausgelegt. Ich bin noob darum. Oh. Das war knapp. Warum, da stehen sogar Kinder bei? Was ist das? Ah, ich bin schon wieder umgedreht. Okay, gut. Ich habe jetzt gesehen, was die hier angucken. Die gucken uns an. Ich würde aber sagen, wie wir hier weiterkommen. Wir sind ja jetzt nur echt schon bei 20 Minuten. Das sehen wir in der nächsten Folge. Hier haben wir ja jetzt nur auch einen Checkpunkt. Hier stehen, wir werden irgendwie überwacht, beobachtet. Irgendwie unsere Funktionen werden getestet. Und ich bin frei. Hilfe, hallo.
Okay, ich wollte nur mal gucken, was die machen, wenn die da sehen, wenn wir hier abgeschleppt werden. Aber die reagieren gar nicht. Das ist für die anscheinend echt normal. Okay, dann würde ich aber sagen, das war's für diese Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Und bis zum nächsten Mal. Tüdelü.